Hey Leute, willkommen beim 100% Kills Ultimate Doom Walkthrough auf Ultraviolence. Ich bin Renton und wir spielen Ultimate Doom auf Doom Classic Complete für die PlayStation 3. Wir befinden uns in der dritten Mission aus Episode 3. Pandemonium, schon wieder fast den Namen vergessen. Und in dieser Mission gibt's endlich eine neue Waffe. Und zwar eine richtig, richtig, richtig geile Waffe. Freut euch drauf. Bis gleich, Leute. Alles klar, Leute. Kümmert euch direkt um den Demon. Equippt die Chaingun. Geht nach rechts und kümmert euch um die Gegner in dieser Halle hier. So. Hat ja super funktioniert. Und hier noch ein weiterer Demon. Und eine Lost Soul. Sauber. Okay, wir gehen wieder zurück und gehen durch die Mitte. Erledigen die Imps. Vorsicht. Gehen nach vorne. Und ihr habt hier zwei Treppenaufgänge. Und von links wird ein Demon runterkommen, den wir direkt erledigen. Flip den Switch hier. Hier oben ist übrigens ein Demon, der die ganze Zeit hin und her rennt und nicht runterkommt, warum auch immer. Nehmt die Shotgun und wir nehmen den rechten Weg und gehen nach links. Rennen wir einen Demon hinterher? Alles klar. Passt auf, direkt links hier müsste eine Lost Soul sein, genau. Hier geht's weiter und ihr habt ein Medikit. Alles klar. Okay, wir sind hier fertig. Gehen hier geradeaus und erledigen den Spectre. Gehen weiter, schauen nach links, schauen nach rechts. Und hier gibt es einen Lift für nach unten. Und hier unten gibt es den blauen Key. Und wir können in die Start-Area schauen. Sehr, sehr schön. Der Lift hier funktioniert nur einmal, also bleibt auf jeden Fall drauf stehen, um die Mega-Armor einzusacken. Und irgendwas hat mir da oben gerade Energie abgezogen. Ich hoffe, ich habe keinen Gegner verpasst. Nee, sieht nicht so aus. Sehr komisch. Schau noch mal von der anderen Seite. Ne, hier scheint nichts zu sein. Das war wohl der Boden. Okay, wir gehen die zweite Treppe hoch und auch wieder direkt nach links. Erledigen die Lost Soul. Nehmen die Items. Nehmen den Lift hier. Und sammeln ein paar Shotgun Shells auf. Nimm den Lift wieder runter. Geht hoch und oben gehen wir geradeaus wieder zurück in diese Area hier. Okay, alles klar. Jetzt wird's wichtig. Die Gegend geradeaus ist eine Secret Area. Wir wollen aber nach rechts gehen. Equip die Chaingun, geht durch die Lava und geht sofort auf die hölzerne Plattform rechts. Genau die hier. Und auf dieser hölzernen Plattform steht ein Shotgunner. Und es ist eine Lost Soul hier. Alles klar, wir gehen rechts in die Lava, nehmen den Soul Sphere, rennen zurück und gehen hier nach links und nehmen die BFG 9000. Die beste Waffe aus dem Spiel. BFG steht für Big Fucking Gun. Kein Scheiß. Und ich habe die Trophy für die Big Gun. Super, alles klar. Rennt hier durch. Geht ins Secret, rennt hier runter, kümmert euch um den Imp und um den Spectre, nehmt die Unverwundbarkeit und hier haben wir einen Baron of Hell. Wir warten, bis der Baron kommt und zack, sauber. Die Imps könnt ihr einfach mit der Shotgun erledigen, ihr seid ja unverwundbar. Okay.
Jetzt muss ich mich gerade noch mal orientieren. Genau, in die Tür hier kommen wir erst später. Wir gehen jetzt erst einmal hier entlang. Und in dem Raum sind zwei Demons. Und ein Kacke-Demon. Und ich glaube, ein Spectre müsste hier noch irgendwo sein. Ein Imp. Und hier ist der Kacke-Demon, der Spectre und noch ein weiterer Imp. Die Chain Gun für die anderen. Und hier in der Mitte gibt es ein paar schöne Goodies für euch. Bisschen Munition. Und das Spiel hat kurz gehangen. Und hier sind wir wieder im Startbereich des Spiels. Übrigens könnt ihr im Startbereich hier noch ein bisschen Munition holen. Das sollte für die Koop-Version des Spiels die anderen Startpunkte sein. Wir gehen wieder zurück. Gehen hier entlang. Töten die zwei Imps. Und durch die Tür hier kommen wir durch die andere Seite später. Wir gehen hier raus und die zwei Imps müssten von hier links gekommen sein. Yep. Und wir gehen auf diese, ich nenne es mal Steincouch, um das Secret hier zu öffnen. Wir nehmen das Zeug aus dem Secret, gehen zu der Wand, öffnen die und kümmern uns um die zwei Demons, die hier rauskommen. Zack, zack. Nehmen hier die Items. Hier ist die blaue Tür, die nehmen wir auch erst später. Wir gehen jetzt hier entlang. Lassen die Wand hier hochfahren und nehmen uns die Mega Armor mit. Alles klar, und jetzt sind wir wieder hier in dem Bereich. Gehen wieder in die Start Area. Und jetzt gehen wir endlich in den Gang ganz hier hinten hin. Kümmern uns um diesen Spectre. Und nehmen die Goodies hier hinten mit raus. Ganz hier hinten sind zwei Imps. Um die wir uns eigentlich hätten später kümmern sollen. Ich habe es jetzt gleich mitgenommen. Wir gehen hier rechts rein in die Secret Area. Und da kommen die Lost Souls uns schon entgegen. Verdammt. Ach Gott. Ich habe mir gedacht, dass noch welche hier rumfloaten. Das Wasser hier unten ist eigentlich Poison, also Gift, und ihr kommt hier nicht mehr raus, also fallt auf keinen Fall hier runter. Kümmert euch um die zwei Demons. Und jetzt könnt ihr entweder die BFG nehmen oder den Rocket Launcher für die nächste Area. Ich nehme den Rocket Launcher und hier kommt jetzt ein Kacke-Demon und ein Haufen Lost Souls. Alles klar. Sauber. Geht hier weiter. Killt den Imp, flippt den Switch. Und das Loch öffnet sich mit zwei Demons. Wenn ihr vorher in das Loch fallt, ist es nicht weiter tragisch, weil unten nochmal ein Switch ist. Das Einzige, was halt blöd ist, sind die zwei Demons, die euch relativ viel Energie abziehen. Hier ist eine Secret Area mit Munition, einem Backpack und einem Rocket Launcher. Also geht auf jeden Fall hier hin. Und hier haben wir das Berserk Pack, was wir eigentlich überhaupt nicht brauchen. So. Wir gehen zurück. Gehen jetzt endlich nach rechts. Und kümmern uns um die Imps hier. Oh, und wir haben den Baron of Hell aufgewacht. Aufgeweckt. Wow! Die BFG hat nichts angerichtet bei ihm. What the fuck? What the fuck? Ich weiß nicht, warum es passiert ist, aber es ist passiert. Und hier hinten war noch ein Imp, oder? Nee, anscheinend nicht. Alles klar, dann gehen wir wieder zurück. Gehen den Weg hier entlang und hier ist noch ein Secret versteckt. Zack. Und wir sind wieder hier. Gehen geradeaus. Und diesen Gang entlang. Und wir sind an der Tür, wo ich gesagt habe, wir kommen später von der anderen Seite hier durch. Sehr schön. Wir gehen nach rechts. Gehen durch die blaue Tür. Und erledigen ein paar Imps.
Zack. Alles klar. Und wir sollten fertig sein mit dieser Map. Hoffentlich habe ich alles. Jawohl, 100% von allem. Das war Pandemonium. Die erste Map, in der ihr die Big Fucking Gun bekommt. Diese Waffe werden wir im späteren Verlauf noch sehr, sehr oft sehen, sehr, sehr oft verwenden und auf jeden Fall sehr, sehr oft brauchen. Wir sehen uns in Episode 3, Mission 4, House of Pain. Bis dann, Leute.